Sie sind jetzt designierte Landeshauptfrau Stellvertreterin, nein, Landeshauptmann Stellvertreter. Haben Sie damit gerechnet im Vorfeld, dass Sie diese Funktion nach dieser desaströsen Wahl annehmen werden? Überhaupt nicht. Ich habe damit gerechnet, dass mich der Bürgermeister Stadler für eine Funktion in seinem Team ansprechen könnte, aber nicht für diese. Haben Sie spontan zugesagt oder war es eine längere Entscheidung? Ich habe nicht lange entschieden, ich habe mit meiner Familie gesprochen und dann zugesagt. Werden Sie Ihre Position in der Gemeinde behalten? Das wird wahrscheinlich nicht gehen, weil zweimal Regierung nicht zusammenpasst. Genau, ja. Und haben Sie mit Ihren Freunden darüber schon gesprochen, mit Ihren Kollegen in der Gemeinde? Die werde ich jetzt am Wochenende darüber informieren, weil ich im Vorfeld dem Parteivorsitzenden designierten im Wort war, mit niemandem darüber zu sprechen. Und somit konnte ich das noch nicht. Ich verstehe. Sie haben in der Pressekonferenz gesagt, Ihr Kurs gegenüber der ÖVP wird konstruktiver sein. Wird es dennoch Reibung geben oder wird es eher ein Kuschelkurs à la UNO werden? Es wird ein konstruktiver Weg werden, von dem bin ich überzeugt. Und dass es in der Politik natürlich immer wieder Reibereien oder Konflikte gibt, das ist in der Natur der Sache. Und um einen Konsens herzustellen, hat der Helmut Schmidt erst kürzlich in einem Interview gesagt, vom Konsens lebt die Demokratie. Also das wird sich weisen. Gibt es auf der ÖVP-Seite Personen, mit denen Sie besonders gut können und mit denen Sie eher weniger können? Ich glaube, für mich behaupten zu können, dass ich mit allen politischen Mitbewerbern, die bisher im Landtag waren, die Leute vom Team Frank kenne ich nicht, eine sehr gute Gesprächsbasis hatte. Also ich habe da keine anderen Erfahrungen gemacht mit allen Mitbewerbern. Hatten Sie schon vor der Veröffentlichung dieser Entscheidung mit Landeshauptmann Bröll ein Gespräch gehabt? Nein, ich habe mich ausschließlich mit dem designierten Parteivorsitzenden abgesprochen. Wo sind Ihre Kritikpunkte gegenüber der ÖVP grundsätzlich? Wo liegen die? Ich würde jetzt über die Medien überhaupt nichts ausrichten. Wir müssen jetzt einmal in Verhandlungen gehen, schauen, dass wir für unsere beiden Regierungsmitglieder, also für den Kollegen Andrasch und für mich, entsprechende Aufgaben erwirken können über die Verhandlungen. Und es liegt mir fern, jetzt sozusagen in der Sekunde null jemandem was auszurichten. Und Sie rechnen auch damit, dass Sie die Kompetenzen von der ÖVP übertragen bekommen, die Ihnen auch zustehen? Ich nehme schon an, aber wie gesagt, das wird sich weisen. Ich verstehe. Wie lange sehen Sie sich in der Politik? Das kann man in der Politik nicht sagen. Man muss in der Politik den Zuspruch der Kolleginnen und Kollegen und letztendlich der Wählerinnen und Wähler finden und dann wird entschieden, wie lange man in einer Funktion verbleibt. Wie lange sind Sie jetzt schon in der Politik? Ich bin seit dem 2. April 2000, da wurde ich aus dem Stand heraus in meiner Heimatgemeinde zur Vizebürgermeisterin gewählt, bin das auch seit 13 Jahren, bin seit 2003 in der Landespolitik und ja, somit schon einige Jährchen an Erfahrung gesammelt. Und keinen Tag bereut? Das wäre falsch. Natürlich gibt es Tage, wo man weniger Freude hat, aber im Prinzip natürlich die Freude überwogen, sonst kann man den Job nicht machen. Okay, vielen Dank.